Vielen Dank, Olaf. Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier bei sehr bescheidenem Wetter steht. So, vielen Dank, dass ihr hier steht. Vielen Dank an alle Menschen, die jetzt gerade an allen Orten auf dieser Welt, aber auch besonders rund um den Bodensee heute oder in Nordhorn oder in Berlin oder wo auch immer Position beziehen, um mitzuteilen, dass wir nicht einverstanden sind und dass wir viele sind. Vielen Dank. Ich bin heute Morgen kurzfristig gebeten worden, auf den Kalender zu schauen und mich zu fragen, ob ich was zum Tag der Deutschen Einheit sagen möchte. Und das habe ich sehr gerne zugesagt. Der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, ursprünglich war es mal der 17. Juni. Der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, ist ein Tag, der uns dankbar stimmen sollte für die Einheit, die unser Land wiedererlangt hat und die so lange fraglich war und fast unmöglich schien. Es hat ein bisschen was von Corona heute. Man kann sich kaum vorstellen, dass das irgendwann wieder enden sollte. Aber das ist ein gefährlicher Gedanke und wir dürfen alle zuversichtlich sein, das hier wird enden. Einigkeit und Recht und Freiheit sind die drei Werte, die am Anfang in der ersten Zeile der Nationalhymne besungen werden. Und Einigkeit und Recht und Freiheit sind Werte, die einander bedingen. Und es sind leider Werte, die in diesen Tagen auch ganz bewusst gegeneinander ausgespielt werden. Was meine ich damit? Es waren Menschen wie Michael Ballweg oder wie Markus Heinz und wie viele andere auch, die Kollegen in Berlin, Anselm Lenz und andere, die die Hygienedemos angemeldet hatten, die sich auf das Recht berufen haben, auf das Recht, Dinge in Frage zu stellen, die von Seiten der Regierung behauptet worden sind. Dass die Regierung diese Dinge behauptet hat und sich auf diesem Wege vergewissern wollte, dass die Menschen auch tatsächlich mitmachen bei dem Bemühen, ein gefährliches Virus einzudämmen, dafür habe ich persönlich Verständnis. Ich habe sehr früh mich gefragt, warum ist es, dass wir, wenn es sich um ein gefährliches Virus handelt, was immungeschwächte Menschen vor allem betrifft, warum wir dann so wenig über die Stärkung der Immun- und Abwehrkräfte sprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hatte Verständnis dafür, dass die Regierung Maßnahmen nach bestem Wissen und Gewissen ergreift. Und insofern war der Lockdown schmerzhaft und er hat mich nicht gefreut, aber ich war damit einigermaßen im Reinen. Ich habe darauf vertraut, dass das Recht in Deutschland letztendlich siegen wird. Dann ist eine Medizinjournalistin aus Heidelberg angetreten und hat darauf hingewiesen, dass hier die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt ist. Und sie hat dagegen aufbegehrt. Und sie ist tatsächlich sehr rüde von dem Staat in ihre Schranken gewiesen worden. Sie ist sogar in die Psychiatrie eingewiesen worden. Und das halte ich für einen Skandal, ohne dass ich damit alles und jedes Wort unterstützen möchte, was einzelne Personen sagen. Aber die Freiheit, das Recht einzufordern, ist etwas, was elementar ist für unser Land. Und das haben viele Menschen gemacht und das ist wichtig. Jawohl. Wir erleben jetzt, wie in einer Zeit, 6 Monate nach der Ausrufung dieses Ausnahmezustandes, ein Ausnahmezustand, auf den wir im Übrigen seit 2012 einigermaßen vorbereitet hätten sein müssen. Da hat der Bundestag eine entsprechende Handreichung, eine entsprechende Ausarbeitung des Robert-Koch-Institutes entgegengenommen und hat sich für mich jedenfalls nicht wirklich darauf vorbereitet, oder die Bundesregierung hat sich darauf nicht vorbereitet. Das müsste auch noch mal irgendwann zur Sprache kommen. Aber jedenfalls, dieses Virus ist dann sehr schwer erkannt worden und es ist ein Ausnahmezustand ausgerufen worden. 6 Monate danach sind wir immer noch mehr oder weniger im selben Zustand, nämlich im Zustand der permanenten Angst und im Zustand der absoluten Panik vor ganz fürchterlichen Folgen. Und ich muss einfach darauf hinweisen, dass wir berufen sind,
Mut zu haben. Ja, wir erwarten das von Polizisten im Einsatz, wir erwarten das von Ärzten und Sanitätern im Einsatz, von Feuerwehrleuten, dass sie ihr Leben im Zweifelsfall für die Gemeinschaft auch riskieren. Das heißt, auch wir müssen Mut haben, uns dieser Gefahr zumindest so weit zu stellen, dass wir anschauen, womit haben wir es zu tun. Und wenn wir das tun, dann erkennen wir, dass jetzt jedenfalls kein Anlass zur Panik besteht. Trotzdem erleben wir, wie jetzt in diesen Monaten, in diesen Wochen unsere Einheit unter Beschuss gerät. Und ich glaube, das geschieht bewusst, das geschieht, um die Bewegung, die sich seither formiert hat und zu der wir hier alle gehören und viele andere auch, um diese Bewegung zu spalten und um damit leichter handhaben zu können. Diese Einheit ist aber kostbar und wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere Einheit auseinander dividiert wird. Wir müssen beisammen bleiben. Das heißt, wir müssen einander respektieren, wir müssen die Menschen respektieren, die weiter in Sorge sind, ob der Gesundheitsgefahren, die von dem Virus ausgehen, das müssen wir respektieren, aber wir müssen in gleicher Weise Respekt einfordern für diejenigen, die sagen, Moment, ich glaube, dass man diese Gefahr auch anders eindämmen kann, dass man dieser Gefahr auch anders begegnen kann. Und diesen Respekt, den vermisse ich in diesen Tagen besonders von der Regierung abwärts. Die Begriffe sind alle schon gefallen heute, Covidioten, Gefährder. Es sind komischerweise dann dieselben Leute, also hohe Staatspersonen, Amtspersonen, die solche Begriffe in den Mund nehmen und dann politisch arbeiten, die sich hinterher selber in Fotos ablichten lassen, wo sie genau solche Gefährdung eingehen, beziehungsweise Menschen ohne Mundschutz entgegentreten oder ihren Mundschutz, nur wenn die Kamera ausgeht, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin in die Hand drücken. Dafür habe ich kein Verständnis und das ist gefährlich, weil es die Akzeptanz in unsere Autoritäten, in unsere Regierung untergräbt, ohne Not, und weil es unseren Zusammenhalt gefährdet, weil es wird zweierlei Maß gemessen. Einigkeit und Recht und Freiheit, das heißt, die Freiheit ist die Folge in diesem Dreiklang. Die Freiheit ist das, was wir natürlich als Wert ebenfalls reklamieren, was wir auch jetzt hier reklamieren, nämlich die Freiheit, Kritik äußern zu dürfen. Aber gleichzeitig ist die Freiheit die Folge daraus, dass wir einig bleiben, auch in der Unterschiedlichkeit der Meinung, und dass wir auf das Recht vertrauen. Das Recht heißt in dieser Frage tatsächlich auch nachzuschauen, und zwar unabhängig nachzuschauen, durch unabhängige Sachverständige vor einem unabhängigen Gericht, was hat es damit auf sich? Und wenn wir nach wie vor keine Antwort bekommen auf die Frage, welche Annahmen haben denn vorgelegen, als die Bundesregierung im März diese Maßnahmen beschlossen hat, dann ist das etwas, was für unser Gemeinwesen insgesamt gefährlich ist, was unsere Freiheit gefährdet, weil es zu Misstrauen geradezu einlädt. Wir müssen den Mut haben, hier ehrlich zu sein. Die Bundesregierung muss sich ehrlich machen und muss endlich erklären, welche Annahmen sie damals zugrunde gelegt hat. Und dann muss sie damit umgehen, was die Bevölkerung aus diesen Annahmen heute für Schlussfolgerungen zieht. Ich danke euch.